Guten Tag, werte Kommilitonen. In diesem Video werden wir uns weiterführende Beispiele zum Embedded Code Construct und Dynamic Regex Construct anschauen. Ihr solltet bereits wissen, was diese Konstrukte tun und wie sie geschrieben werden. Im Zweifelsfall lest euch etwas zur Syntax und Semantik an. Kommen wir gleich zum ersten Beispiel. Der eigentliche Regex, der hier benutzt wird, ist nicht der Rede wert. Das Interessante verbirgt sich hinter den weiteren Elementen, die hier hinzugefügt wurden. Die Funktionalität des Embedded Code Constructs, um die es hier geht, ist, dass die Ausführung des Automaten angehalten wird. Normalerweise ist der Automat eine abgeschottete Box innerhalb des Programmes. Sobald die Ausführung einmal angestoßen wird, gibt es keinen richtigen Halt mehr. Aber hier wird durch ein Warten auf den Standard-Input die Ausführung so lange angehalten, wie es dem Benutzer gefällt. Dazu wird auch noch in die Blackbox hineingeschaut, indem einige Variablen auf der Kommandozeile ausgegeben werden. Dadurch ist es einfach zu sehen, wo auf dem String zum Beispiel sich der Automat gerade befindet. Im Prinzip ermöglicht das Embedded Code Construct uns also grundlegende Debugging-Funktionalitäten. Man könnte das Ganze noch auf die Spitze treiben und in etwa Benchmarks für Regexes berechnen. Anstatt krude und ungenaue Zeitmessungen zu machen, kann man direkt auszählen, wie viele Operationen durchgeführt werden. Probiert das einmal an einem einfachen Beispiel aus. Erinnert ihr euch an die Unterscheidung zwischen POSIX-NFA, traditionellem NFA und DFA? Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Zum größten Teil kennt ihr dieses Beispiel bereits. Das Matchen von ineinander geschachtelten Klammertermen hat auch ein Kommilitone von mir in seinem Video bereits besprochen. Leider hat er, zumindest in der Version, die ich gesehen habe, euch den spannendsten Teil vorenthalten. Was er euch gezeigt hat, war, dass das Dynamic Regex Construct uns erlaubt, Regexes innerhalb von anderen Regexes auszuführen, wie eine Art Funktionsaufruf. Der entsprechende Regex wurde mit jedem Level der Schachtelung immer länger und länger und wir haben per Hand ein maximales Level der Schachtelung angegeben. Das ist sehr unpraktisch. Eine kleine Änderung bewirkt hier Wunder. Solange man nicht immer neue Regexes aufruft, die sowieso immer gleich aufgebaut sind, sondern denselben Regex rekursiv aufruft, kann man beliebig viele Level an Schachtelung erreichen. Immer wenn ein weiteres Level an Schachtelung benötigt wird, wird der Regex ein weiteres Mal automatisch aufgerufen. Anstatt dass der Programmfluss einfach nur angehalten wird, kann der Nutzer ihn hier zur Laufzeit steuern. Das dritte Beispiel. Der Grundgedanke hier ist, dass der Automat, wenn er angehalten ist, irgendwo im Speicher liegt. Durch das Verändern einer Variable, während der Automat angehalten ist, kann man ihn verwirren, sodass ein in Anführungszeichen falsches, zumindest unintendiertes Ergebnis ausgegeben wird. In der $_Variable ist beim Stopp der String gespeichert, an dem der Automat gerade arbeitet. Zur Verdeutlichung, es sollen in diesem Text alle kleinen Bs mit jeweils einem großen B ersetzt werden. In der Zwischenzeit wird aber der Text ersetzt. Das Ergebnis, was rauskommt, passt weder zum einen noch zum anderen String. Nun, das letzte Beispiel hat gezeigt, dass das Ganze nicht so rosig ist, wie ich es bisher dargestellt habe. Viel Freiheit und viele Möglichkeiten, das hört sich doch sehr, sehr verlockend an. Aber es kommt sehr, sehr häufig vor, dass reguläre Ausdrücke von Benutzern eingegeben werden. Das allgemein bekannte und anerkannte Beispiel dazu ist das Suchen und Ersetzen. Wenn ein Benutzer in einem Programm beliebigen Code zum Ausführen bringen kann, ist dieses Programm unsicher. Sicherheit gegen Freiheit abzuschätzen, das ist eine bekannte Problemstellung. Die gilt es nicht nur hier zu bewältigen. Um zu verhindern, dass tatsächlich viele Perl-Programme unsicher sind,
wird hier unterschieden. Ein Embedded Code Construct, was hardcoded im Quellcode steht, wird ohne Probleme ausgeführt. Ein Embedded Code Construct, was durch einen Variablenaufruf in einen Regex reinkommt, wird nicht ausgeführt, sondern mit Fehlermeldung abgebrochen. Wenn man als Programmierer sich dafür entscheidet, diese Unterscheidung nicht haben zu wollen, kann man das unsicherere Verhalten mittels des Befehls useRe_String_eval wiederherstellen. Als letztes Beispiel nun etwas, was die Grenzen auslotet. Die Regex kommen von den regulären Ausdrücken der theoretischen Informatik her. Diese sind nicht in der Lage, mehr als nur reguläre Sprachen zu erkennen, für die sie ja zumindest sogar namensgebend sind. Wenn man nun innerhalb der Regex beliebigen Perl-Code ausführen kann, bleibt diese Beschränkung bestehen? Nein. Hier wird auf zwei verschiedene Arten und Weisen eine kontextfreie Sprache erkannt. Die eine Art arbeitet eher nach dem Prinzip eines Kellerautomaten. Es werden A's hochgezählt, es wird ein B erkannt, es werden A's wieder runtergezählt. Wenn die Anzahl der A's links und rechts des B's gleich war, dann wird akzeptiert. Wenn ungleich, wird abgelehnt. Die zweite Art arbeitet eher nach einer kontextfreien Grammatik. Die regulären Ausdrücke entsprechen Variablen. Der Inhalt der regulären Ausdrücke entsprechen Produktionen. Die alphanumerischen Zeichen innerhalb der regulären Ausdrücke stehen für Terminalzeichen und es beginnt mit der Start-Variable. Nun, wenn man das von außen betrachtet, eine kontextfreie Sprache ist eine Ebene höher als die regulären Sprachen, aber es geht noch weiter. Probiert es doch mal aus, eine Turing-entscheidbare oder eine Turing-erkennbare Sprache sogar zu erkennen. Kommen wir zu guter Letzt zur Zusammenfassung. Was solltet ihr aus diesem Video mitnehmen? Nun, das Embedded Code Construct und das Dynamic Regex Construct können eine wertvolle Addition zu eurem Repertoire sein. Die Möglichkeiten, die sich bieten, hören sich vielversprechend an. Aber auf der Kehrseite erhöhen sie die Komplexität und die Unübersichtlichkeit eures Codes im gleichen Maße. Benutzt sie mit Vorsicht. Zum Abschluss danke ich euch für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren. Auf Wiedersehen.